Hallo Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir machen heute eine ganz, ganz einfache Karte mit einem kleinen süßen Clou, mal was anderes, aber wirklich nur total einfach. Ich denke auch, dass die Karte in meine Reihe einfach und elegant kommt. Das heißt, es sind immer Karten, die man ganz einfach und mit kleiner Bastelausrüstung nachbasteln kann. Und genau, ich zeige euch mal die Karte, die wir heute machen. Also die sieht jetzt außen so aus. Erstmal ganz unspektakulär. Ich wollte auf jeden Fall mal mit viel Designerpapier arbeiten, dass es mal ein bisschen weniger wird bei mir. Und innen habe ich mir gedacht, könnte man doch mal ein bisschen was anderes machen. Und zwar hier einfach mal, ich hoffe, man erkennt das in der Kamera, es ist ausgestanzt. Und da unten drunter ist ein bisschen embossed. Beziehungsweise, wenn man keine Embossing-Ausrüstung hat, kann man natürlich auch stempeln. Also so sieht die Karte aus, die machen wir halt zusammen. Und die noch einfache Version, also die mit eben nur Stempeln, wäre zum Beispiel diese Art. Wenn man eine weiße Grundkarte verwendet, kann man innen dann auch einfach nur stempeln. Man braucht dann nicht embossen und hat auch ein süßes Ergebnis. Man hat ja auch immer noch genug Platz, um noch ein paar Größe unterzubringen. Und wie gesagt, man kann hier einfach ein bisschen mit Designerpapierresten auch arbeiten. Also genau. Und ich fand es auch ganz schön, dass es ein bisschen bunt ist. Das macht sich ja auch sehr gut, finde ich, wenn man so einen ganz dunklen Einleger reinmacht und das dann dunkel stempelt. Genau, also habt ihr mal drei verschiedene Ideen, wie ihr das gestalten könnt. Und wir fangen jetzt an und ich zeige euch, wie die andere Karte funktioniert. An Material habe ich einmal, also Papier, nehme ich jetzt hier die Papierblüten aus der Celebration. Da sind ganz tolle Designs drin. Wie ihr jetzt schon auf den Karten gesehen habt, die sind alle mit dem Papier gestaltet. Und ich habe mir dazu noch ausgesucht Blütenrosa, Marineblau und Lindgrün. Das wären die Bestellnummern. Wenn ihr die braucht, macht ihr einfach auf Pause. Und die Farbe für Grundweiß blende ich euch ein. Die habe ich mir noch nicht extra aufgeschrieben, aber wir brauchen natürlich auch was Weißes. Ich benutze auch im Moment noch Flüsterweiß, bis meins leer ist. So lange nehme ich das noch und schalte dann um auf Grundweiß sozusagen. Die Grundkarte habe ich einmal in Marineblau. Die hat das Maß 28 x 10,5 cm. Die lange 28 cm Seite ist gefalzt bei 14 cm. Dann habt ihr so eine Klappkarte nach oben. Und einen Streifen mit 1,8 x 10,5 cm. Und dann habe ich noch zwei Stücke, die haben die gleiche Größe. Einmal in Weiß und einmal in Designerpapier mit dem Maß 14 x 9,5 cm. Das ist alles. Also ihr könnt es super auch aus Resten machen. Wie gesagt, Designerpapier und ein bisschen Grundfarbe. Okay. Und wir starten jetzt eigentlich gleich schon mal mit der Frontseite und können uns einfach mal das Designerpapier schon mal aufkleben. Ich mache das Ganze mit Flüssigkleber. Und klebe mir den einfach mal vorne drauf. Und es ist so, dass dass rechts und links ein kleiner Rand ist. Da versuche ich, dass der ungefähr gleich ist. Und nach oben und unten schließt die Karte eigentlich ab. Da bleibt dann kein Rand mehr. Und ich habe da jetzt noch einen kleinen Überstand, den schneide ich mir einfach kurz ab. So. Und dann habe ich mein Designerpapier schon mal vorne drauf. Und mein Streifen, den ich übrig, also diesen Reststreifen aus Marineblau, den kann ich auch gleich mal aufkleben. Mit Flüssigkleber, den mache ich mir ungefähr, ja, so ein bisschen ins untere Drittel von der Karte. Und mache hier sozusagen nochmal so eine visuelle Trennung von dem Papier. Und ich werde jetzt auch versuchen, dass ich die ganze Zeit eigentlich nur mit diesen beiden Produkten arbeite, also einmal nur mit dem Stempelset Ovale Grüße und dazu gibt es diese passende Stanze, wo man diesen Wellenkreis, dieses Wellenoval hat und unten dieses ohne Wellen. Das passt natürlich super aufeinander, also ihr seht es auch vorne im Etikett, wenn wir das wieder aufgreifen und eben möchte ich das jetzt auch innen reinmachen. Denn ich habe nämlich bei dieser Karte jetzt zum Beispiel hier oben mal die Wellenstanze benutzt und hier unten. Und das hier, das habe ich ausgestanzt. Also wenn ihr eine Stanzmaschine habt, dann könnt ihr das genauso machen. Da habe ich jetzt verwendet die bestickten, hier die Stickmuster. Da gibt es ja auch diese Ovale und die kleinste Ovalform passt hier super rein. Und dann hat man das so ein bisschen sehr schräg. Das hat mir gut gefallen. Aber ich wollte es halt gerne fürs Video mal ohne Stanzmaschine machen. Einfach, dass ihr seht, dass es auch ganz einfach geht mit dieser Stanze. Dann hat man natürlich auch die Wellen.
Genau. Auf den anderen beiden Karten habe ich so gemacht, dass ich das Ganze alle drei eben ausgestanzt habe mit der Stanzmaschine. Aber wie gesagt, wir probieren es jetzt mal mit der Stanze und hoffen, dass es klappt. Also, da muss man nämlich einen kleinen Trick beachten. Ich nehme jetzt mal die Stanze und stanze mir hier unten meinen ersten Wellenkreis aus. Wichtig ist, ich gehe immer nicht ganz an den Rand. Also, ich hoffe, ihr seht es gut. Hier unten, wenn ich jetzt stanzen würde, hätte ich natürlich da unten auch noch so eine ovale Ausstanzung. Das möchte ich natürlich nicht, aber es darf auch nicht so sein, dass ich zu weit runterkomme vom Rand. Deswegen lege ich mein Papier hier wirklich so ein, ich stanze euch das mal, damit ihr das seht, dass wir hier noch so einen kleinen Rand haben, aber dass ich keine Ausstanzung von dem zweiten Oval erwische. Und das Ganze mache ich jetzt oben nochmal. Also da wirklich ein bisschen aufpassen, nicht zu wenig und nicht zu weit. Eigentlich schließt das Papier hier unten wirklich mit meiner Stanzung ab. Also ich sehe das noch ein ganz kleines bisschen. Wenn ihr das vorher euch habt, seht ihr das dann auch. Und dann habe ich hier unten noch so einen kleinen Rand und habe hier so eine coole, schon mal so eine coole Stanzung. Und jetzt möchte ich das Ganze auch noch in schräg haben und das ist jetzt wirklich ein bisschen schwierig. Da habe ich auch ein bisschen getüftelt. Also so richtig schön schräg, wie wir es jetzt auf den Beispielkarten haben hier, schafft man nur mit der Stanzmaschine. Das geht jetzt nicht mit der Stanze, aber ich möchte es jetzt mal versuchen und lege mir jetzt meine Stanze so ein, dass ich hier unten kein weißes Papier mehr sehe. Und Daumen drücken, es klappt. Also wir haben hier nur einen ganz schmalen Rand, wir haben es ein bisschen angeschrägt und es funktioniert eben auch mit der Stanze. Da guckt ihr einfach, was ihr habt. Wenn ihr eine Stanzmaschine habt, könnt ihr es wie gesagt auch anders machen. Ansonsten, es geht auch mit der Stanze. Und das finde ich eben ganz cool, weil man da einfach noch die Möglichkeit hat, ja, das auch mal ohne Stanzmaschine zu machen. Und das Ganze klebe ich mir jetzt schon mal innen rein mit dem Flüssigkleber wieder. Und hier ist ja das gleiche Maß wie vorne, das heißt, ich habe auch wieder den gleichen Rahmen. Mal gucken, ob ich da ein bisschen rauswarte. Das müsste klappen. Aber das ist schön angeklebt, das überall. Und das Ganze kommt jetzt eben so mit diesem leichten Rahmen, so wie außen, auch innen wieder rein. Genau, so sieht das super aus. Und ich habe auch hier wieder so einen ganz, ganz kleinen Überstand. Jetzt schneide ich ihn auch nochmal ab. Also ihr könnt das Papier grundsätzlich ein bisschen kürzer schneiden, aber ich finde es immer ganz schön, wenn man das nachträglich noch macht, dann hat man wirklich die perfekte Länge und nicht mehr so einen kleinen Rand irgendwo. Und das ist ja jetzt kein großes Hexenwerk, das einfach noch schnell abzuschneiden. So, okay. Und ich werde jetzt ein bisschen stempeln und ein bisschen embossen. Wie gesagt, wenn ihr keine Embossing-Ausrüstung habt, dann macht ihr das einfach mit einem hellen Hintergrund, also einer flüsterweißen Karte oder halt einer weißen Karte und stempelt euch dann die Motive. Und ich kann sie jetzt natürlich embossen, weil ich, ja, ich habe die Embossing-Ausrüstung und fand das auch ganz schön. Genau. Stempelset habe ich euch schon gezeigt. Ich benutze aus dem Set also viel und zwar einmal die Sterne, die Blume, das kleine Kleeblatt. Einmal lasst uns feiern, viel Glück und alles Gute zum Geburtstag. Also da ist schon echt viel drin und ich finde genau für einen Geburtstag und für so eine Art von Karte finde ich das einfach super. Und ich werde jetzt anfangen mit dem Embossing. Und zwar nehme ich jetzt einmal das Versamark, das ist so eine durchsichtige Klebetinte. Und nehme mir einmal das viel Glück. Das kommt hier unten rein, in dieses unterste Feld. Dann nehme ich mir die Sternchen. Die mache ich auf dieses leicht schräge. Die sind auch so ein bisschen also so leicht im Halbkreis, das finde ich passt auch sehr gut. Und das lasst uns feiern. Das kommt ganz oben in den Groß, also in den oberen, in die obere Stanzung. Und stempeln tun wir auch gleich. Aber da packe ich erstmal die Versamark-Tinte weg. Also ich emboss jetzt zuerst und ich habe mir gedacht, ich könnte es auch zweifarbig machen und benutze jetzt einmal weißes Embossingpulver und einmal silbernes Embossingpulver für die Sterne dann. Das streue ich jetzt einfach nur so drüber und zwar mache ich das Lasst uns feiern einmal in weiß und das Viel Glück auch und die Sterne mache ich dann in silber. Also da einfach mal das Pulver drüber streuen und wenn ihr einen Pinsel habt, mit dem könnt ihr diese kleinen Ränder oder diese Reste, die da noch so drauf sind, ganz gut wegmachen. Ich habe ja den Embossing Buddy noch, also den gibt es jetzt leider nicht mehr bei Stampin' Up. Aber für so dunkle Hintergründe nehme ich den manchmal gar nicht so gerne.
Man könnte das zwar super, wenn ihr den habt und benutzt, diese weißen Ränder, die dann übrig bleiben von dem Embossing Buddy, könnt ihr dann super wegmachen mit einem, wie sagt man, mit so einem Swiffertuch oder mit so einem Staubtuch. Aber ich habe jetzt hier gerade keins unten, deswegen habe ich den jetzt mal weggelassen und mache das Ganze, diese Ränder, dann doch mit dem Pinsel und mit draufpusten weg. Dann schnappe ich mir mein Erhitzungsgerät und schmelze das Ganze. Da lasse ich euch Musik laufen, weil es so ein bisschen laut ist. Aber ihr seht dann gleich, wenn das so schön glänzt, dann ist es fertig. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Also einmal in Weiß und dann in Silber embossed. Und es glänzt halt einfach so schön und man kann es halt einfach auf einem dunklen Hintergrund wunderschön lesen. Damit da jetzt noch ein bisschen Farbe reinkommt, stempel ich jetzt auch gleich und benutze als Stempelfarben einmal Blütenrosa, Lindgrün und Marineblau. Und ich fange jetzt mal mit dem großen Spruch für außen drauf an. Ich fange jetzt mal mit dem großen Spruch Alles Gute zum Geburtstag an. Den mache ich in Marineblau und entweder könnt ihr den einfach auf so ein Reststück, wo ihr schon habt, ausgestanzt habt, aufstempeln. Oder ihr macht so wie ich, dass ich mir den jetzt einfach auf ein anderes Reststück aufstempel. Dann zeige ich euch nämlich gleich die zweite Stanze in dem Stanzset sozusagen. Die passt dann nämlich wunderschön außenrum. Kann mir die einfach hier so einlegen und stanze mir die einmal so aus. Die ist dann eben für außen. Und innen rein habe ich dann noch dieses tolle Blumenmuster. Das fand ich auch total schön. Das mache ich jetzt in Blütenrosa. Einmal hier unten drauf. Und einmal so hier oben in die Ecke. Und was ich total süß finde, ist, dass da so ein kleines Kleeblatt drinnen ist. Da brauche ich jetzt nur schnell einen Stempelblock. Das mache ich eben noch in Lindgrün. Das passt natürlich perfekt zu viel Glück. Und zum Geburtstag. Und das kommt dann noch so ein bisschen hier und da außenrum. Dann hat man da schon mal eine schöne Innenseite, die man einfach noch ein bisschen beschriften kann und wo schon mal süß gestempelt ist und auch ein bisschen Farbe reinkommt in das Ganze. Weil vorne ist es so schön farbig, dann nimmt es das Ganze innen nochmal mit auf. Okay, dann haben wir unsere Etiketten für vorne auch schon gestempelt. Sind wir schon fast fertig. Mach schnell mal eine Stempelfarbe zu. Ich habe hier jetzt einfach noch ein Reststück in Lindgrün, dann nehme ich mir den Zweig, Zierzweig, und stanze mir einfach einmal den Zweig aus, in Lindgrün eben. Das ist halt super cool, weil der in diesem Designerpapier eigentlich auch drin vorkommt. Und meinen zweiten großen Wellenkreis stanze ich mir hier auch nochmal aus Blütenrosa. Und setze mir den noch hinter mein Etikett. Und das mache ich jetzt so, das Etikett, also dieses beschriftete weiße Etikett, das klebe ich mir mit Dimension auf. Einfach mit zwei Dimensions, schön mittig aufkleben. Und ja, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe mein silbernes Garn da reingemacht. Also ich mache das einfach, wer es hat, macht es mit, wer nicht, der lässt es einfach weg. Aber ich finde es schön. Es ist ja so, ich brauche am Anfang vom Jahr immer viele Geburtstagskarten, weil wir haben ja im Team eine Geburtstagspost, beziehungsweise ich schreibe sowieso jedem Teammitglied eine Geburtstagskarte. Und da brauche ich immer ganz viele Geburtstagskarten. Und wichtig ist natürlich, dass ich da auch die Sachen verwende, die ich wunderschön finde, für meine lieben Teammitglieder. Und da dürfen natürlich mal gar nicht fehlen, da lachen sie schon immer mit. Wir zeigen in unserer WhatsApp-Gruppe auch oft die Karten und dann, da muss mein Garn schon immer drauf sein. Deswegen, hier kommt es auf jeden Fall mit drauf, weil ich das einfach so schön finde. Das klebe ich mir mal hinter das Etikett so ein bisschen und dann klebe ich mir das Etikett einfach nochmal mit Flüssigkleber an. Den mache ich jetzt nur so ein bisschen in die Mitte. Also nur so ganz wenig. Und mit dem klebe ich auch meinen Zweig an. Also den drehe ich mir jetzt nur einmal um. So.
Und dann setze ich mir das noch so ein bisschen mittig auf und den Zweig, den kann man gleich mit ankleben. Genau, jetzt ist die Karte vorne und innen eigentlich schon fertig. Das Einzige, was ich noch ganz süß finde, ist, dass man es noch ein bisschen verziert mit ein paar Glitzis. Dann nehme ich mir die Schmucksteine, diese Glitzersteine und setze mir hier einfach noch ein paar Glitzis auf. Ein größeres und ein kleineres hier oben hin. Eins hier unten. Und innen rein kann auch noch ein bisschen was. Nochmal da auch noch zwei hin. So. Finde ich das eigentlich ganz süß. Hat man hier die Innenseite schön und die Außenseite funkelt auch noch ein bisschen. Und so hat man eigentlich eine ganz einfache Karte mit einem kleinen Clou. Bisschen was anderes, wenn man sie mal aufmacht, dass man da mal so eine Innenausstanzung hat. Und ihr könnt jetzt mal sehen, wie das aussieht mit nur gestanzt, mit der Stanzmaschine oder eben mit dem Etikett, mit der Stanze, mit der Handstanze. Finde ich beides total cool. Hier hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Platz, aber ich finde, das ist eine richtig schöne Karte, vor allem schön frisch von den Farben. Ihr könnt es natürlich in allen euren Lieblingsdesignerpapieren gestalten und ich hoffe, euch hat die Karte gut gefallen. Ich mache jetzt noch ein schönes Bild hier, es liegt noch so viel rum. Gucken wir mal, dass wir die alle ins Bild kriegen. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Kreativiert was Neues und bis zum nächsten Mal. Tschüss!